In diesem Video stellen wir Ihnen unsere blauen Wegschweißgeräte vor. Bevor wir uns den Lieferumfang und die Inbetriebnahme anschauen, gehen wir zunächst auf die Unterschiede der Geräte ein. Wir unterscheiden zwischen den reinen Wegschweißgeräten und unseren Kombischweißgeräten mit Plasmaschneidfunktion. Alle Geräte in dieser Serie verfügen über eine Hochfrequenzzündung mit 200 Ampere Leistung im Wegmodus und 170 Ampere im MMA-Modus. Zusätzlich lässt sich die Hotstart-Stärke, Hotstart-Zeit und Arcforce einstellen. Die WEG 200D ist ein DC-WEG-Schweißgerät. Hiermit lassen sich eine Vielzahl von Schweißarbeiten durchführen. Mit der AC-DC-WEG 200D lassen sich durch die AC-Funktion alle schweißbaren Metalle inklusive Aluminium verarbeiten. Die CT520 und die AC-DC-Plasma-WEG 200D sind unsere Kombi-WEG-Schweißgeräte mit Plasmaschneidfunktion. Mit der Kontaktzündung und 50 Ampere Leistung lassen sich Schnitte bis zu 12 mm in Baustahl erreichen. Zum Lieferumfang gehören ein WEG-Schweißbrenner WP17 in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, 5-poliger Steuerleitung und einer Schutzgas-Schnellkupplung. Eine Erdungsklemme in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein Elektrodenhalter in 3 Metern Länge mit 16 Quadratmillimeter Kabeldurchmesser und 9 mm Dorn. Ein Schutzgasschlauch mit 2 Schraubschellen. Ein umfangreiches Zubehörpaket bestehend aus je einer Gasdüse der Größe 4 bis 7. Einer kurzen und langen Brennerkappe und jeweils 2 Spannhülsen mit Gehäuse in den Größen 1,6 und 2,4 mm sowie eine gerätespezifische Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Unsere beiden Kombischweißgeräte haben zusätzlich noch einen PT31 Plasmabrenner in 4 Metern Länge mit 9 mm Dorn, 5-poliger Steuerleitung und Druckluft-Schnellkupplung. Einen Druckminderer mit Wasserabscheider. Druckluftmanometer. Druckluftschlauchverbindungsstücke. Einen passenden Halter für die Montage auf der Rückseite des Geräts und Teflonband. Um den Schweißbrenner zu montieren, wird zunächst die Steuerleitung aufgeschraubt. Achten Sie auf die Position der Führungsnase am Stecker und ziehen diesen handfest an. Beim Schnellkupplungsstecker achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet. Der 9 mm Dorn kommt in den Negativschweißstromanschluss. Die Erdungsklemme stecken Sie in den Positivschweißstromanschluss. Wichtig: Für die Inbetriebnahme des Schweißbrenners benötigen Sie je nach Anwendung unterschiedliche Wolframelektroden in unterschiedlichen Durchmessern, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zudem ist auch der Anschleifwinkel der Elektrode für Ihre Anwendung entscheidend. Prüfen Sie, dass Ihre ausgewählte Elektrode durch die Spannhülse passt und keinen Spiel hat. Die Spannhülse sowie das Gehäuse sind beschriftet mit dem Durchmesser der passenden Wolframelektrode. Schrauben Sie das Spannhülsengehäuse von unten in den Schweißbrenner und stecken Sie danach von oben die Spannhülse ins Gehäuse. Danach kommt die Elektrode, die ca. 2 bis 3 cm aus dem Spannhülsengehäuse raussteht. Mit der Brennerkappe wird die Elektrode fixiert. Je nach Anwendung wird nun auch die Gasdüse ausgewählt und aufgeschraubt. Anschließend können Sie die Elektrode noch fein einstellen, wie weit die Elektrode aus dem Gehäuse herausragen soll. Am Display wird Ihnen der eingestellte Maximalstrom angezeigt. Über den Einstellknopf lassen sich nun weitere Einstellungen vornehmen. Die Grundstromstärke von 10 bis 200 Ampere. Die Stromabsenkung von 0,1 Sekunden bis 10 Sekunden.
Der Schlussstrom von 10 bis 200 Ampere. Die Gasnachlaufzeit von 0,1 Sekunden bis 10 Sekunden. Im AC-Modus die Balance von 10 bis 30%. Die AC-Frequenz von 50 Hz bis 200 Hz. Die Gasvorlaufzeit von 0,1 Sekunden bis 5 Sekunden. Den Startstrom von 10 bis 200 Ampere. Und den Stromanstieg von 0,1 bis 10 Sekunden. Zum Elektrodenschweißen wird der WIG-Schweißbrenner gegen den Elektrodenhalter ausgetauscht. Schalten Sie vom WIG-Modus in den MMA-Modus. Über den Einstellknopf lässt sich der Schweißstrom von 10 bis 170 Ampere verstellen. Durch Drücken des Einstellknopfes gelangen Sie in das Untermenü, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Hotstartstärke in Ampere. Von 1 bis 10 immer in 10er Schritten. Das bedeutet, 1 ist gleich 10 Ampere, 5 ist gleich 50 Ampere. Diese werden immer zu dem bereits eingestellten Schweißstrom dazugegeben. Hotstartzeit in Sekunden. Von 1 bis 10 Sekunden. Stellt die Dauer des Hotstarts ein, um die Elektrode optimal zu zünden. Danach wird mit dem eingestellten Schweißstrom weitergearbeitet. Arc Force. Verstellbereich von 1 bis 100 Ampere. Damit sich die Elektrode nicht festbrennt, werden die hier angegebenen Ampere zum Schweißstrom addiert. Wichtig: Der eingestellte Schweißstrom plus Arc Force können zusammen 170 Ampere leisten. Ist der Schweißstrom also schon bei 170 Ampere eingestellt, hat das Arc Force keine zusätzliche Funktion mehr, da die maximale Leistung bereits zur Verfügung gestellt wird. Um den Plasmaschneider in Betrieb zu nehmen, schließen Sie zunächst das Schlauchpaket an. Achten Sie bei der Steuerleitung auf die Führungsnase und schrauben diese handfest an. Der Brenner kommt an den Negativschweißstromanschluss. Beim Schnellkupplungsstecker achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet. Die Erdungsklemme kommt an den Positivschweißstromanschluss. Um den Halter mit dem Druckminderer zu montieren, entfernen Sie zunächst die Muttern mit Unterlegscheiben und schrauben diese wieder mit dem Halter fest. Verbinden Sie nun das kurze Ende vom Druckluftschlauch mit Ihrem Gerät und das lange Ende mit Ihrem Kompressor. Schalten Sie über die Jobfalt-Taste auf die Plasma-Funktion. Am Display wird Ihnen der eingestellte Schneidstrom angezeigt. Der Verstellbereich liegt von 20 bis 50 Ampere. Durch Drücken des Einstellknopfes können Sie zusätzlich die Gasnachlaufzeit einstellen, damit der Brenner ausreichend gekühlt wird nach dem Schneidvorgang. Wir empfehlen, mindestens 5 Sekunden Gasnachlaufzeit einzustellen. Weitere Tipps zum Schweißen finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!